Die zukünftigen Profite der Chemie- und Pharmaindustrie in irgendeiner Weise vermindern könnte, wird bekämpft. Und alles, was die Geschäfte blühen lassen wird, wird gefördert. Und man setzt deswegen, zum Verbraucherschutz natürlich, falsche Informationen in Umlauf. Man sagt, das haben Sie sicherlich auch schon mal gelesen, obwohl hier natürlich eine erlesene Zuhörerschaft ist und Sie vieles, vieles ja wissen, denke ich. Aber man sagt, und das liest man immer wieder, zu viel Vitamine sind gefährlich. Plötzlich kommt eine Studie, die kommt in Umlauf, da steht dann drin, ja, wir haben also festgestellt, dass wenn man mehr Vitamin E nimmt, dann sterben mehr Leute. Also wenn Leute mehr Vitamin E nehmen, dann sterben von der Gruppe, die mehr Vitamin E genommen haben, sterben mehr. Das ist eine gefälschte Studie oder eine gefälschte Auswertung. Wenn man das genau zurückverfolgt, das stimmt einfach nicht. Und ein Kollege hat mir mal den Begriff des Mietmauls näher gebracht vor vielen Jahren. Mietmaul ist also ein Maul, das man mieten kann. Das ist ein Professor, es gibt da genügend, die gegen Geld und andere Vorteile alles verdrehen, sodass es dann als wissenschaftliche Tatsache dazustehen scheint. Und man will zu ihrem Schutz, zu unserem Schutz, zum Schutz des Verbrauchers, will man Höchstwerte festsetzen. Das ist also ein wesentlicher Teil der Tätigkeit eines Komitees von den 27 Codex Alimentarius Komitees. 27 Komitees, damit das alles schön überschaubar ist natürlich. Und immer Schritt für Schritt, dass man das auch nicht merkt. Höchstmengen festsetzen, um uns zu schützen vor zu viel Vitamin. Da sagt man dann, naja, also 60 Milligramm Vitamin C, das ist ja genug. Wissenschaftliche Risikoanalyse, wenn er zu viel davon nimmt, dann kriegt er ja dies oder kriegt er jenes und Vitamin E wird gedeckelt, B-Vitamine werden gedeckelt, bestimmte Mineralstoffe werden runtergeschraubt, sodass man dann letztendlich Präparate, die genügend hochdosiert sind, noch auf vernünftige Art und Weise kombiniert, dass man Herz-Kreislauf-Krankheiten vorbeugen kann, Herz-Kreislauf-Krankheiten wirklich in jedem Fall heilen, Krebsmetastasierung stoppen und so weiter, dass man die eines Tages dann hier überhaupt auf diesem Planeten nicht mehr bekommen soll. Damit der Marktplatz erhalten bleibt und der Marktplatz ist unser menschlicher Körper, aber nur so lange, wie Krankheiten in ihm wohnen. Ja, Das und würde ja daran arbeiten bedeuten, Sie. dass Ja, wir ja. mit einem Minimum an Vitaminen, weil unser Essen ist ja ausgelaugt, wenn wir nicht wirklich das Glück haben, beim Biobauern direkt zu kaufen, sage ich mal, und das ist ja noch nicht flächendeckend möglich im Moment. Das würde bedeuten, dass wir mit einem totalen Minimum gerade mal so am Leben erhalten werden, Ja. dass man ein paar Jahrzehnte uns verdienen kann. Ja. Das ist ja so makaber, wie es klingt. Es ist leider die Wahrheit. Ja. Es kommt ja noch was verschärfend hinzu. Es gibt ja jetzt sogar ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof, erst kürzlich gefällt, über einen Journalisten, der über Glucosamine berichtet hat. Ja, das geht in einen anderen Bereich eines anderen Komitees von Ja. Codex Alimentarius. Das eine ist die Festlegung von lächerlichen Vitamin- und Mineralstoffobergrenzen für Präparate und so weiter. Das andere ist, was darf man auf Etiketten schreiben, was darf man nicht auf Etiketten schreiben. Dieses Labeling- oder Etikettenkomitee beschäftigt sich neuerdings auch seit wenigen Jahren erst damit, was darf man überhaupt noch sagen, außerhalb der Etiketten. Welche Sachen darf man direkt oder indirekt noch über Produkte sagen? Und das ist also sehr, sehr, ist ein Meilenstein im Prinzip, was da gerade passiert ist vor Ja, kurzem. genau. Und das wollten Sie sagen, das Ja, wollte ich ist Sie sehr bitten, bedenklich, ja. kurz was darüber zu Ja, das sagen, finde ich gut, ja. denn es ist so, innerhalb von der EU, ist ja im Prinzip, wird uns ja sogar ein Grenzwert in unserer Aussagefähigkeit gesetzt, indirekt gesprochen. Wenn ein Journalist nicht mehr berichten darf über, sagen wir mal, den Benefit von einem Naturstoff oder von einem Kräuterheilstoff oder irgendetwas, das in einem anderen EU-Land als Arzneimittel deklariert wird, es geht ja um Deklaration. Man kann ja durch Definition plötzlich einen Apfel als Arzneimittel definieren. Und dann darf ich nicht mehr drüber schreiben, wie viel Vitamin C in dem Apfel drin ist oder was für Stoffe und wie sie mir helfen können, Ja, genau weil so er ist es. irgendwo deklariert ist als Arzneimittel. Wir haben in Deutschland schon seit 1976 ein Arzneimittelgesetz, das in Paragraph 2 in der Begriffsdefinition enthält, unter anderem Stoffe, mit denen Sie die Funktionen des Körpers beeinflussen können, sind Arzneimittel. Damit ist natürlich der Willkür Tür und Tor geöffnet. Denn ich meine, eine Scheibe Schwarzbrot oder ja, genau ein Glas Wasser zum Beispiel oder nur ein Schluck Wasser beeinflusst ja auch schon die Funktionen. So, also das öffnet der Willkür Tür und Tor. Und Sie wollten gerade noch diesen Fall erzählen. Was mit dem Journalisten? War ein dänischer Journalist, Ja, der berichtet hat über einen Stoff, der Bindegewebsbaustein ist, soweit ich genau. weiß, Glucosamin, richtig? Glucosamin, ja. Ja.
Und der wurde verurteilt zu einer Geldstrafe von 1.500 Euro, weil in Dänemark Glucosamin als Drug, also als Arzneimittel deklariert ist. Und darüber darf er nichts mehr schreiben. Ja. Das ist ein gültiges Urteil vom Ist Gerichtshof. es ein Arzneimittel tatsächlich oder ist es ein Nicht-Arzneimittel und deswegen darf man das nicht machen? Soweit ich weiß, ist nämlich, ich frage jetzt deswegen, soweit ich weiß, ist es nämlich so, dass die Pharmaindustrie dafür sorgt, mit allen Mitteln, die schießt aus allen Rohren, dass nur noch über Arzneimittel Heilaussagen, Vorbeugungsaussagen und so weiter gemacht werden dürfen. Also ich vermute fast, dass gesagt wird, es ist kein Arzneimittel, vermute ich eher. Es ist ja ein Bin ich jetzt Stoff, überfragt, muss ich ist ehrlich sagen. gefragt, ja, aber ich vermute, dass das so, aber ich meine, wie dem auch sei, ist gar nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass jemand, der über die Gesundheitswirkung, nachgewiesene Eben. Gesundheitswirkung eines Naturstoffes berichtet und auch erwähnt hat, in Form welcher Produkte man das bekommen kann, sonst nützt einem die Information auch nichts, man muss es ja anwenden können, dass der zu einer Geldstrafe verurteilt worden ist, weil er darüber nicht hätte schreiben dürfen. Das ist der Punkt, um den es geht. Ja. Ja. Soweit sind wir mittlerweile und das geht auch Hand in Hand eben mit dieser Kodex-Geschichte. Ja. Ja, Betrifft die Grundrechte des es Menschen, nicht betrifft die wahr? Grundrechte. Die Grundrechte der Ernährung ja sowieso, die Ja. Grundrechte dessen, was ich mir aussuche, was ich mir einwerfe, ob ich eine Vitaminpille nehme oder nicht und wie viel davon. Das wird ja alles streng reglementiert. Und natürlich auch die freie Meinungsäußerung. Ja. Ja. Gut, also ich denke, zu dem Thema haben wir jetzt einiges gesagt. Ja. Wir können einen Schritt weitergehen. Denn auch Vitamine müssen ja irgendwo herkommen, auch in der natürlichen Ernährung. Und da kommen wir jetzt eben dazu, wie natürlich ist unsere Ernährung und was tut der Kodex dafür? Der immer behauptet, er will uns schützen. Zum Schutz der Verbraucher macht er alle möglichen Richtlinien auf 5000 Seiten, die kein Mensch lesen kann. Man sollte 5000 vielleicht, Seiten soll man nicht überhören. genau, und man sollte vielleicht auch erwähnen, dass die EU dazu übergeht, sämtliche wesentlichen Dokumente so unübersichtlich wie möglich überhaupt zu gestalten. Da gibt es ein Dokument, das verweist auf ein anderes Dokument, das auf ein Dokument verweist, in dem es auf einen Paragraph verwiesen wird. Wie soll der normale Mensch für seine eigenen Lebensgrundlagen noch irgendwo sich informieren können, in einer kurzen, bündigen, wahrhaftigen Weise über das, was überhaupt noch erlaubt ist, was er darf und wie die Dinge überhaupt zusammenhängen? Ja, selbst Rechtsanwälte, die ja an diese schrecklichen Dinge gewöhnt sind, haben es schwer. Also Ja. wir haben mit Rechtsanwälten zu tun. Ich erinnere mich an einer wichtigen Organisation in England. Da haben wir zwei Meetings von je 8 Stunden gebraucht, zweimal 8 Stunden, bis er gesagt hat, so jetzt habe ich das nach Jahren endlich verstanden, was da läuft. Ein Rechtsanwalt. Rechtsanwalt. Gut. Und worauf ich raus wollte, ist der Kodex. Man kann durchaus im Internet sich Bestandteile des Kodex runterladen. Die stehen öffentlich zur Verfügung. Nebenbei gesagt, hauptsächlich in Englisch, Französisch und vielleicht mal Arabisch, aber nicht in Deutsch, obwohl der größte Sprachanteil in der EU Deutsch ist, deutschsprachig. Das muss man einfach mal festhalten. Ja. Vielleicht haben sie einfach Angst vor unseren Einwänden, wer weiß schon. Ja. Es geht es darum, dass im Kodex seitenweise aufgelistet wird, in welcher Form, wie und warum man genmanipulierte Lebensmittel prüfen muss, damit sie uns ja nichts tun. Das bedeutet aber, wenn man genau hinguckt, solange da Regeln stehen, wie man mit genmanipulierten Dingen umzugehen hat, sind genmanipulierte Dinge vorhanden. Das heißt also, der Codex Alimentarius befürwortet ganz klar die Gentechnologie. Und das ist ja eine Grundlage, die uns nicht unbedingt, wie wir alle wissen, gesunde, vitaminreiche, langlebige Kost liefert. Und es ist offenbar vorgesehen, dass die Gentechnik im Kodex fester Bestandteil ist. Ja, das ist ein weiteres Unterkomitee, das sich damit beschäftigt. Es gibt also mehrere Unterkomitees. Die wesentlichen Bereiche sind die Vitaminen, die schon erwähnten Vitaminen und Mineralnahrungsergänzungen. Ein anderer Bereich ist die Gesundheitsaussagen, die man machen darf über Nahrungsmittel. Ein anderer Bereich ist die biologische Landwirtschaft. Ein vierter Bereich sind die technisch in Anführungsstrichen veränderten Nahrungsmittel. Ein fünfter Bereich, die Etikettierung. Was muss oder soll nicht auf Etiketten drauf? Sechster Bereich, die Werbung. Und siebter Bereich, dann noch Nahrungsmittelzusatzstoffe. Und achter Bereich, Pestizidrückstände in Nahrungsmitteln. Das sind also die wesentlichen 8 Bereiche ungefähr, mit denen sich die verschiedenen Kodex-Komitees beschäftigen. Ja, und das Komitee, das sich mit Gentechnik beschäftigt, das befürwortet eindeutig Gentechnik, legt fest, dass Gentechnik akzeptabel ist. Sie untersuchen nicht das Risiko wirklich. Und das Schlimme ist, dass diese Richtlinien